Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Adventskalenderzeit! Und jetzt Intro und ich halte die Klappe. Herzlich willkommen zu Streets of Rage 4. Da freuen sich die Sega-Männer. Ja, komm, wir machen Story. So, wir nehmen dann Axel, Blaze, Sherry. Komm. Ich weiß doch, was ihr sehen wollt. Ich kenne euch doch. Seit dem Niedergang von Mr. X und seinem Syndikat sind 10 Jahre vergangen. Seitdem herrscht Frieden in der Stadt. Bis jetzt. Ein neues Imperium des Verbrechens ist entstanden, das alles Gute in der Stadt unterwandert und zerstört. Gerüchten zufolge wird das von Mr. X eigenen Kindern geführt, den Y-Zwillingen. Die ehemaligen Detektive Axel Stone und Blaze Fielding tun sich mit der Tochter ihrer alten Freundin Sherry Hunter zusammen und mit Floyd Aria, einem Lehrling des genialen Dr. Zen. Zusammen nehmen diese 4 im Kampf gegen das Syndikat das Gesetz in die eigenen Hände auf den Streets of Rage. Sie können mich buchen. Yeah! Macht das übrigens nicht, denn wir machen die Stimme kaputt. Ich grüße den großartigen Rimtor, ein Freund des Growlens. Das muss ich mal irgendwie machen. Wahrscheinlich nach 20 Minuten ist die Stimme weg, aber es ist es mir wert. Da, komm, gib aufs Maul. So, was immer bei dem Titel kritisiert wurde, das kann ich euch schon mal sagen, dass die Musik nicht so ikonisch ist wie bei Teil 1 und Teil 2. Teil 3 war auch schon ein bisschen eigenwillig, was den Soundtrack anging, aber Teil 1 und 2 hat einen Bombast-Soundtrack. Der kann echt eine Menge. Das ist hier so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, ja, das ist schon ein bisschen so jazziger. Aber es gab witzigerweise auch eine Menge Amiga-Beat'em-ups, die so eine Art Soundtrack hatten. Also Buddy Blows fällt mir so ein, das sind so die Kandidaten. Aber sonst, es fühlt sich an wie Streets of Rage. Nichts geht über gute Beat'em-ups. Ich meine, eins muss man sagen, durch den ganzen Comeback des Retro-Gamings. Und da können wir ja uns alle mal an die Hand fassen. Da sind wir ja alle mit dran schuld. Mit seinen guten und seinen schlechten Seiten. Aber nicht nur, dass wir Reseller Rolf möglich gemacht haben. Nein, wir haben eben auch sowas mal wirklich möglich gemacht. Ich finde das geil. Weil wir brauchen nicht jede Woche irgendwie das 95. Open World 400 Stunden Mega-Epos. Hast du nicht gesehen? Abgesehen davon haben wir ja eh Cyberpunk 2077. Was brauchen wir noch? Wir brauchten den Witcher und jetzt brauchen wir das. Und mehr brauchen wir nicht. Leben auf der Insel gerettet.
kann ja mal ein bisschen was erzählen, weil, wie gesagt, bei Battletoads war das ein bisschen stiller. Aber ich kann ja hier mal ein bisschen was erzählen. Deswegen, ich werde euch, denke ich, auch eine Menge noch aus dem Bereich des Game Passes zeigen. Weil dafür haben wir ihn ja. So, wie ist denn mitnehmen? Welche Taste habt ihr denn für mitnehmen gebaut? Gar nicht? Ist auch eine schwierige Option. Ah, da ist es. So. Jetzt gibt's aufs Maul. Oh, ich hab schon einen Achievement gekriegt. Schön, das ist ja... Bei Xbox poppt der ganze Kram ja direkt immer auf. Das spielt sich cool. Na komm. Da ist die Taste. Wenn ich das übrigens Let's Player, mache ich das übrigens mit Controller. Wundert euch nicht. Also wahnsinnig bin nicht mal ich. Gut, wer bei Mortal Kombat Finishing Moves mit der Tastatur hinkriegt, der ist natürlich verrückt und macht das, aber... So, weg. Jetzt kriege ich auch noch ein Achievement für ein Cupcake? Vom Boden essen. Nee, ist klar. Ne? Essen liegt auf der Straße. Ach nee, das war das Geld. Komm mit damit. Das schieben wir nicht, Alter, mein Auto. Oh! Special Move! Also ihr seht, es geht natürlich hier auf Monster-Kombos, klar. Aber spielt sie gut. The Game Over! Game Over, Sache! Tatsächlich wieder vom Anfang machen? Ist ja unglaublich. Das will ich gar nicht. Naja, ihr habt, glaube ich, schon mal ein bisschen ein Prinzip gesehen von Street Rage 4. Geht in Ordnung. Und jetzt grooved zu einem Soundtrack, der mir garantiert einen Content-Treffer bringt. Lang lebe YouTube. Wir sehen uns.